Bei der Präsidentenwahl in Tunesien kommt es zu einer Stichwahl zwischen zwei politischen Außenseitern. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann der Verfassungsrechtler Kais Saied die erste Runde der Wahl mit 18,4% der Stimmen, wie die obere unabhängige Wahlbehörde am Dienstag mitteilte. Dahinter lag der derzeit inhaftierte Medienunternehmer Nabil Karoui mit 15,6%. Ein Termin für die Stichwahl steht noch nicht fest. Mit der Wahl der beiden Outsider in die Stichwahl wurden vor allem derzeit amtierende Politiker und Kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien abgestraft. In Analysen ist von einem Denkzettel die Rede. Die Wahlbeteiligung am vergangenen Sonntag lag mit 45% weit unter dem Wert der Präsidentschaftswahl vor 5 Jahren. Damals hatten knapp 63% der registrierten Wähler ihre Stimmen abgegeben.